Ja, also die Kollegen halten ein verdächtiges Fahrzeug an, um dieses dann zu kontrollieren. Verstanden, dass wir ihn mit gutes Zeug wegnehmen wollen. Den Angriff hat der Hund dann durch festes Zufassen vereitelt, was auch seine Aufgabe ist. Wir sollen ja die Kollegen und den Hundeführer beschützen. Und die Person wird erstmal vorläufig festgenommen. Da ist, wenn es um Rauschgift geht, auch um hier viel Bargeld mit dem Spiel ist, wurde jetzt ein Bargeldspürhund angefordert, der auch das Fahrzeug nochmal nach Bargeld durchsuchen soll. Das war aber, glaube ich, auch das Ding, das auf dem Packen drauf ist.
weil wir hiermit einmal das Bild zeigen können, die neue Farbgebung in der insofern haben wir da schon den Daumen drauf. Aber ich glaube, was passiert hier vorne jetzt? Können Sie es sehen? Ein Teil der Menschen kann es sehen. Und wer jetzt genau aufpasst, der sieht, dass dort was übergeben wird. Ganz schnell, recht unauffällig. Üblicherweise stehen ja nicht so viele Menschen hier an der Pier. Von daher können Sie sehen, so eine Sache spielt sich in Sekunden ab. Und das Sportboot fährt davon und die Barkasse fährt weiter in den Hafen und dreht seine Kreise. Weiter in unsere Richtung. Natürlich immer mit dem Auftrag, die Barkasse nicht aus den Augen zu verlieren. Jetzt wird es gleich ein bisschen lauter. Wir werden uns im Gehör eindeutig die Szene genießen. Zu Wasser. Die ersten Einsatzkräfte sind an Bord, das können Sie sehen. Die anderen steigen jetzt zu, die mussten sich natürlich noch mit Rettungswesten ausstatten. Wenn man mit der vollen Einsatzausstattung ins Wasser fällt, dann kann es ja nachteilig enden. Deswegen geht auch hier die Sicherheit natürlich vor. Und wir versuchen jetzt einen Überraschungsangriff zu starten auf die Barkasse, nachdem wir alle Kräfte im Boot haben. Das heißt, sie lassen sich erst einmal ein Stückchen zurücktreiben, um unten an den Fahrstuhl anzulegen und die anderen Kräfte zu bringen. Das ist eigentlich auch einmalig, also Fahrstuhlfunktionen auf einem Seeschiff gibt es nicht so viele. Jetzt können Sie bestimmt erkennen, wie die Kräfte auf das Boot übersetzen. Der kleine Hinweis jetzt, wenn die Kräfte auf die Barkasse zufahren, dann wäre der Moment, die Kinder vielleicht ein bisschen vom Lärm zu schützen oder wenigstens darauf hinzuweisen. Die machen sich also jetzt bereit, das Blaulicht ist schon an, versuchen also jetzt im Schutz der Helgoland doch sehr schnell und überraschend an die Barkasse dann anzulanden. Aber schauen Sie selbst. Genau, das Zollschiff Helgoland wird jetzt die Szene ein bisschen verlassen, damit wir die beiden Kleinfahrzeuge schön erkennen können. Und Sie sehen, das Schlauchboot nimmt Fahrt auf, die Jungs sind da an Bord. Sag mal, viele Jungs sind da jetzt an Bord? Ja, ich denke ausreichend auf jeden Fall für die Barkasse, die kreuzen noch mal einmal gut fürs Publikum, um auch erstmal aufzuklären, was ist denn auf der Barkasse auch drauf, wie viele Leute sind vor Ort, müssen wir mit Gegenwehr rechnen, haben wir vielleicht Affen erkannt, die dort auf der Barkasse sind und sie werden jetzt... Ich glaube, auf der Barkasse hinten drauf sind so ein paar Figuren, die nicht ganz ungefährlich aussehen. Jetzt kommt die Annäherung. Das war also mal eine ganz klassische Ablenkung. Wer die Hände frei hat, darf gerne noch mal klatschen. Wir sehen schon die Hände oben von den Tätern und das Übersteigen der Kräfte auf die Barkasse. Unmittelbar jetzt folgt natürlich die Festnahme. Ziel ist es immer, unsere Täter unverletzt festzunehmen. Wir müssen die im Anschluss sofort an den Haftrichter. Ich habe eine Frage vorgestellt. Danke.
Sofort fünf, die Preise hochtreiben. Ja. So, okay. Also alle sind herzlich eingeladen, hier mitzumachen und alle sind herzlich eingeladen, im Internet mitzumachen, da kann man das in Ruhe machen. Und auch da gilt natürlich, dass das eine seriöse Geschichte ist, weil versteigern tun dort nur Behörden. Mitmachen kann jeder ab 18 Jahren. Und unser so. Versteigerer ist Jörg Wagner und fertig, oder? Herr Wagner? Super, dann gibt es dafür sogar jetzt auch noch das Mikrofon, nämlich an. Kommen Sie dichter. Jetzt geht's an die Schnäppchen. Und liebe Leute, tut mir den Gefallen, macht mit. Einfach nur dafür, dass es Spaß macht. Lasst den armen Herrn Wagner hier nicht verrecken, oben. Viel Vergnügen, viel Spaß, los geht's mit der Zollaktion. Und Jörg Wagner. Vielen herzlichen Dank. Ich begrüße Sie recht herzlich im Namen vom Hauptzollamt Gießen, von meinen Kolleginnen und Kollegen zur öffentlichen Versteigerung des Hauptzollamts Gießen. Sehen Sie jetzt gleich hier live on stage. Bundesweit sind wir fast so bekannt wie der König der Löwen. Unsere Stammgäste kennen den Ablauf bereits, aber bevor wir anfangen, will ich den neuen Besuchern nochmal einige Hinweise mitgeben. Die Teilnahme an der Versteigerung erfolgt freiwillig und unter Anerkennung der Versteigerungsbedingungen. Die Versteigerungsbedingungen können auf Wunsch eingesehen werden. Für den Erwerber besteht kein Anspruch auf Gewährleistung wegen eines Mangels im Recht oder an der Sache. Die Teilnahme erfolgt ohne Registrierung. Das heißt, dass jeder, der die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt, wie der Kollege Bender schon gesagt hat, Mindestalter 18 Jahre, an der Versteigerung teilnehmen kann. Der Zuschlag der Sache wird nach dreimaligem Aufruf an den oder die Meistbietenden erteilt. Ist relativ einfach. Ich sage dann zum ersten, zum zweiten und zum dritten und dann wäre vorbei. Der Kaufpreis ist grundsätzlich in bar zu entrichten, allerdings ist auch Kartenzahlung möglich. An welcher Kasse ist Kartenzahlung möglich? Uwe? Herr Giese? Hier vorne rechts, vor der Bühne rechts wäre Kartenzahlung möglich, auf der anderen Seite nur Barzahlung. Genug erzählt jetzt, ich denke, wir wollen irgendwann noch anfangen. Deswegen würde ich sagen, nein, halt bevor wir soweit sind, noch ganz, ganz wichtig. Wie können Sie teilnehmen? Ganz einfach Handzeichen. Mir zuwinken und schon wir kommen Stadtauge Nummer 5 ein Trikot, handsigniert von Thomas Müller, FC Bayern München, am gestrigen Abend Kapitän der deutschen Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel in Tschechien. Wir beginnen mit einem Mindestgebot von 30 Euro und gehen auch hier in 10 Euro Schritten weiter. 30 Euro die Dame, 40 Euro der Herr, 50 Euro, 60 Euro, 70 Euro die Dame, 80 Euro, 90, 100 Euro der Herr. 100 Euro sind geboten. Jemand 110, 110 die Dame, 110, 120 der Herr. 120 der Herr sind geboten. Jemand 130, 120 Euro sind geboten. Niemand 130. 130 Euro die Dame, jawohl. 130, 140 der Herr. 140 Euro sind geboten. Jemand 150, 140 Euro sind geboten. Niemand mehr, niemand 150, 140 Euro. 150 Euro. 150 Euro die Dame hier vorne. 160 Euro der Herr. 160 Euro sind geboten. Niemand mehr, niemand. 170, 160 Euro. 170 Euro. 160 waren wir. Sie machen mich ganz, ich bin ganz durcheinander. Ist ja auch egal. 170 Euro sind geboten. Wer macht 180? 180 Euro der Herr. 180 Euro sind geboten. Niemand mehr, niemand. 190. 180 Euro sind geboten. 190 Euro die Dame. 190 Euro sind geboten. Jemand 200. 190 Euro sind geboten. Niemand mehr. Wem ist Thomas Müller 200 Euro wert? Also nicht der, das Trikot. 190 Euro sind geboten. Niemand mehr, niemand 200. 190 Euro für die Dame zum Ersten, zum Zweiten und 190 Euro, 200 der Herr. Sind geboten, jemand 210, 200 Euro sind geboten zum Ersten, 200 Euro zum 210 Euro. 210 Euro sind geboten. Wer bietet 220? 220 der Herr, jawohl. 220 Euro sind geboten, jemand 230. 220 Euro sind geboten zum Ersten. 230 hier vorne die Dame. 130 Euro sind geboten, jemand 240. 230 Euro sind geboten zum Ersten. Niemand mehr, niemand 240. 230 zum Ersten. Für dieses Originale.
Gladbach. Allein das! Allein das! Das können Sie Ihren Enkeln erzählen. Das erlebt man nicht alltäglich hier in Hamburg auf dem Tag des Zolls. 230 Euro waren wir gewesen. 230 Euro sind geboten. Zum Ersten niemand mehr, niemand 240. 230 Euro zum Ersten, 230 Euro zum Zweiten und 230 Euro zum... Ich guck noch mal. Ich guck noch mal. Dritten Verkauf, Glückwunsch. Ja, jetzt war's zu spät. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Zollrundevorführung hier beim Tag des Zolls in Hamburg. Ich freue mich, Ihnen ein paar Einblicke in die praktische Ausbildung, in die praktische Spürhundausbildung unserer Zollhunde geben zu dürfen. Und das werden wir mit Wotan, unserem Hundeführer, wieder den Chefsi gleich mal vormachen. Es gibt in der Zollverwaltung verschiedene Bereiche. Wir haben Bargeldspürhunde, Rauschgiftspürhunde, Tabakspürhunde, Hunde, die nach Erzeugnissen tierischen Ursprungs suchen, Artenschutzspürhunde. Aber die Ausbildung ist in allen Bereichen gleich. Es kommt lediglich auf den Duftstoff an, auf den der Hund konditioniert wird und den er später suchen soll und uns anzeigen soll. Und es kommt eben halt darauf an, welchen Duftstoff ich in einer bestimmten Phase in eine solche Friedhofsvase packe. Weil mit diesen Friedhofsvasen werden unsere Hunde ausgebildet als Spürhunde. Unsere Hunde sind passiv anzeigende Hunde. Das heißt, wenn sie einen Duftstoff, den sie konditioniert hatten, aufnehmen, zeigen sie durch das sogenannte Einfrieren an. Und das üben wir mit diesen Friedhofsvasen. Zuerst einmal, in der ersten Phase, muss der Hund lernen, seine Nase nicht in alle möglichen Dinge zu stecken, sondern einfach nur in eine solche Vase. Das machen wir uns relativ einfach. Der Hundeführer wirft ein Bröckchen oder ein Leckerli in solch eine Vase. Der Hund möchte gerne dieses Leckerli haben, taucht mit seiner Nase in diese Vase ein und bekommt dann dafür, wie eben schon gezeigt, einen Klick. Und der suggeriert dem Hund dann, dieses Verhalten, was ich eben gerade gemacht habe, war komplett richtig. Und das zeigen wir jetzt mal mit Wotan. Bekommt, ob beim Hundeführer oder die Bröckchen eben halt, die hier in der Vase sind, kannst du ihm nochmal geben. Das ist dann vollkommen egal. Er bekommt seinen Klick, wenn er mit der Vase in diese Vase eintaucht und bekommt dann das Bröckchen. Entweder das Bröckchen, was sich in der Vase befindet, oder er holt sich seine Belohnung vom Hundeführer ab. In der zweiten Phase packen wir denn den Duftstoff mit rein, den der Hund später einmal suchen soll. In diesem Fall ist das Kokain. Wir fangen mit dem schwersten Duftstoff an, damit der Hund später sehr intensiv sucht. Würden wir mit dem leichtesten Duftstoff anfangen, dann würde er später sehr oberflächlich suchen, würde durch diese oberflächliche Sucharbeit dann noch zum Erfolg kommen. Das wollen wir nicht. Deswegen fangen wir mit dem schwersten Duftstoff an und das ist beim Rauschgift das Kokain. So, wir haben jetzt zwei Vasen. Eine ist leer, eine ist mit dem Duftstoff bestückt. Und der Hund soll jetzt die richtige Vase aus diesen beiden herausfinden. Thank you.
Ja, das hat Wotan ja schon ganz gut gemacht. Er hat ja aber nur 50-prozentige Chance. Deswegen, damit der Hund nicht lernt, einfach von einer Vase in die nächste und in der zweiten bekommt er seinen Klick. Machen wir es etwas schwerer und er bekommt eine dritte Vase dazu, auch eine leere Vase, weil wir noch im Schwarz-Weiß-Training sind. Also. Wir tauschen nochmal und könnt ihr beide auch nochmal einfach mal ruhig tauschen, ihr zwei. Ich komme mir hier immer vor wie so ein Hütchenspieler. Viel Geld würde ich damit nicht verdienen, die Hunde gewinnen meistens. Und wenn wir diese Phase beendet hätten, wir könnten jetzt noch 10 weitere Vasen, die mit anderen Duftstoffen bestückt sind, hier hinstellen. Er würde, denke ich, so fast 100% immer wieder die richtige Vase herausfinden. Wenn wir mit dieser Phase durch sind, ja, dann haben wir im Grunde genommen schon alles, was wir für ein Rauschgiftspüren brauchen. Der Hund setzt seine Nase ein, um den Duftstoff, auf den er konditioniert wurde, zu finden. Wenn er ihn gefunden hat, friert er ein, das heißt, er verharrt in dieser Vase und wird dann dafür belohnt. Natürlich ist das nicht nur ein Duftstoff, auf den wir den Hund konditionieren. Beim Rauschgift haben wir insgesamt 8 Duftstoffe, die der Hund nachher können muss. Das weitere Konditionieren der Duftstoffe ist dann nicht schwierig. Der Hund kennt ja dieses Vasentraining. Ich packe einfach den nächsten Duftstoff in eine einzelne Vase wieder. Den Duftstoff kennt der Hund zwar noch nicht, er wird aber die Vase überprüfen, ob ein bestimmter Duftstoff dort drin ist. Und er bekommt sofort seinen Klick. Und damit merkt der Hund auch, auch bei dem Duftstoff lohnt es sich einzufrieren, weil ich denn einen Klick um meine Belohnung bekomme. Und schon ist der zweite Duftstoff konditioniert. Das wird so mit allen Duftstoffen gemacht. Die Ausbildung wird an den beiden Hundeschulen in Neuendettelsau und in Bleekede absolviert, in 2 Lehrgängen, die jeweils 5 Wochen dauern. Beim ersten Lehrgang kommt das Vasentraining ja noch mit hinzu und dann werden 3 Duftstoffe konditioniert. Das ist das Kokain, Heroin und das Haschisch. Beim zweiten Lehrgang brauchen wir dieses Vasentraining ja nicht mehr, sondern nur noch zum Konditionieren der Duftstoffe. Dort werden dann 5 Duftstoffe auf den Hund konditioniert, die er später suchen soll. Das ist dann eben halt das Opium, Amphetamin, Ecstasy-Tabletten, Marihuana und Crystal Meth. Zwischen den Lehrgängen kommt der Hund in den Bezirk, so für ca. 4 bis 5 Wochen. In dieser Zeit darf der Hund schon als Rauschgiftspürhund eingesetzt werden, obwohl er noch nicht alle Duftstoffe kann. Ja, dann sind wir damit durch. Ich bedanke mich bei meinen 5 Helfern. Du gibst mir mal bitte die Vase mit dem Kokain. Gut. Sicher ist sicher. Und dann bedanke ich mich bei euch und für die kleinen Helfer nochmal einen Riesenapplaus. Vielen, vielen Dank. Ich habe
Streifen in puncto Gefährlichkeit manchmal. Ich finde immer, der Streifenpolizist auf der Straße wird gefährlicher, weil er jeden Fall werden muss. Das ist quasi nur eine Alterung Zusatz. Das ist einfach nur dazu da, um verschiedene Gegenstände an die Waffe als Zusatzmaterial zu Und welche von diesen Waffen ist eigentlich diejenige, die sie meistens verwenden, wenn sie Es gibt verschiedene Aufgabengebiete. Unser Zugangstechniker, der uns die Türen aufmacht, wir können uns nicht beklagen. Ja. Deshalb stehen wir hier heute, machen Nachwuchswerbung. Wir brauchen mehr Beamte. Wenn du dich morgen bewirbst und das Auswahlverfahren schaffst, dann haben wir auf jeden Fall eine Stelle für dich. Davon kann man ausgehen. Das verändert sich auch. Also, ja. Ich finde es so interessant. Also, irgendwie habt ihr dieses böse Auftreten, was natürlich bewusst ist. Da geht es ja nicht um böse, da geht es um zielgerichtetes Auftreten. Ja, klar. Ich glaube, wir sind ganz viele Hamburger gerade und wir wissen, dass wir Zoll auf dem Wasser haben und wir wissen auch, dass es in der Hafen City irgendwie Zoll gibt, aber so richtig sieht vielleicht der eine oder andere doch nicht durch. Helfen Sie uns mal. Wie ist der Zoll allein hier bei uns in der Stadt aufgestellt? Also in Hamburg ist die Zollverwaltung wirklich sehr schön klassisch dargestellt mit allem, was wir so zu bieten haben. Deswegen kann man es hier wirklich ganz plausibel darstellen. Wir haben die ganzen, ich sag mal, Grünen, also alles, was sich so im Hafen bewegt, was sich in der Kontrolle bewegt, in der Abfertigung. Wir haben aber in Hamburg auch das, was wir bundesweit im Bereich der Zollverwaltung haben, Verbrauchsteuern. Das ist ein durchaus lukratives Geschäft, sage ich mal. Da erheben wir ganz schön viel Geld, auch hier in Hamburg. Das erklärt sich durch die Wirtschaftsstruktur hier. Wir haben Finanzkontrolle Schwarzarbeit, das werden viele vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen haben. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, mit dem wir dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen eben auch so eingehalten werden, dass es sozial gerecht zugeht. Gut, und wir sind natürlich hier in Hamburg gerade im Bereich des Warenverkehrs und auch Post. Der eine oder andere Hamburger wird es wissen, das ist dann Hafen City. Sicherzustellen, dass auch die Rahmenbedingungen passen für das, was eingeführt wird. Ganz wichtig auch für die Bevölkerung. Da ist nicht immer alles schick, was man kaufen kann im Ausland und sich dann zuschicken lassen kann. Da müssen Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden und so weiter. Also ich weiß zum Beispiel, dass Dinge, die bei uns in den Verkehr kommen sollen, die ein CE-Zeichen bräuchten, auch wirklich eins haben müssen. Wenn da nichts drauf ist, sagt der Zoll, keine Chance. Und das aus gutem Grund auch. Das aus gutem Grund, das ist ja nicht nur Optik. Also ich meine, das ist klar, das sieht man darauf, das Zeichen, sondern es garantiert ja auch eine gewisse Sicherheit der Waren. Und wenn die nicht garantiert ist, wenn da Gefahr ausgehen kann für Leib und Leben der Leute, dann muss es natürlich aufgehalten werden. Und ein Indikator ist zum Beispiel dieses CE-Zeichen. Zum Beispiel, also man ahnt schon, wenn man sich heute hier auf dem Gelände bewegt, wenn man so einen kleinen Einblick in die Arbeit des Zolls bekommt, wie vielseitig das ist, was für eine große Bandbreite sie abdecken. Wenn wir nochmal am Beispiel Hamburg bleiben, wir hatten bis vor einiger Zeit den berühmten Freihafen. Den gibt es jetzt nicht mehr. Wie hat sich Ihre Arbeit dadurch verändert? Also das war in der Zeit, in der ich selbst hier auch in Hamburg war, als wir die Freizone aufgelöst haben. Die Arbeit hat sich eigentlich vorher schon verändert, das muss man sagen. Früher, Sie sehen ja die Speicherstadt, das ist so ein ganz klassisches Modell, auch für eine Zollverwaltung aus dem vorletzten Jahrhundert. Da hat man die Waren in Ruhe eingeführt und gelagert und dann wurde genau gemessen und gewogen und gezählt. Das geht heute alles nicht mehr so, das wissen Sie. Die Ware muss schnell durch so einen Hafen. Die muss, wenn der Schlussverkauf beginnt, auch im Laden sein und nicht erst hier noch gezählt werden. Das heißt, die Beschleunigung ist im Grunde genommen das, was im Warenverkehr stattfindet. Und das ist etwas, was wir mit der Freizone, mit so einem ganz alten Modell nicht mehr nachvollziehen konnten. Da hat sich die Zollverwaltung auch Neues einfallen lassen. Und das ist das, was wir jetzt hier auch praktizieren. Seezollhafen, ganz viel Elektronik, ganz klar, ganz viel IT. Und die Möglichkeit, die Dinge wirklich schnell aus dem Hafen rauszukriegen. Das ist das, woran die Wirtschaft interessiert ist. Und trotzdem gibt es ja immer mal wieder so diese schwarzen Schafe. Ich hatte jetzt dieses Jahr schon zweimal das Glück, Kollegen von Ihnen begleiten zu dürfen. Und zwar einmal an dieser
unfassbar großen Röntgenanlage in Waltershof, wo es also, Sie kennen das vielleicht als Hamburger, direkt unter der Kölbrandbrücke steht so ein riesiges Backsteinding und man fragt sich immer, was da eigentlich drin. Und genau das ist es, also ein großer Röntgenapparat, der es schafft, in einem großen Container, also in so einem Container, sowas wie einen kleinen Revolver zum Beispiel zu finden, wo mein Gehirn sagt, wie soll das denn gehen? Aber die Gehirne ihrer Kollegen können das. Die sitzen stundenlang vor solchen Röntgenbildern und finden einen Revolver oder andere geschmuggelte Ware. Ja, da gehören allerdings noch ein paar mehr dazu. Natürlich beim Röntgen brauchen wir die Spezialisten, die in der Lage sind, mit der Technik, die allerdings auch wirklich sehr weit entwickelt ist, die Dinge dann auch zu handeln. Aber das noch viel Wichtigere ist fast, den richtigen Container dahin zu bringen. Genau. Denn Sie wissen natürlich, es gibt unglaublich viele Container, die bei uns in der Zollbehandlung durchlaufen. Und dann den richtigen zu finden und zu sagen, der ist es jetzt, den gucken wir uns an, das ist die große Kunst. Und das ein oder andere Mal ist es dann so, dass die zugeführten Container sogar in der Röntgenanlage durchlaufen. Alle denken, alles ist super. Und wenn wir dann verdichtete Hinweise haben, da muss man schon sagen, da spielt natürlich auch die Zollfahndung eine Rolle, die ihre Dinge dazu beiträgt, die Kontrollbeamten mit ihren Erfahrungen. Wenn die sagen, da muss aber eigentlich was sein, dann muss man manchmal sogar nach der Röntgenanlage nochmal auspacken und nochmal genauer gucken. Und die Funde hier in Hamburg zeigen, dass die Leute hier, die Zöllner hier, einen richtig guten Job machen. Also ich kann mich gut daran erinnern, als wir dabei waren mit dem Hamburg-Journal, da haben die Kollegen gesagt, da stimmt was nicht. Der Container ist im Prinzip leer. Da sind jetzt 13 komische leere Paletten drauf. Die sollen von, ich weiß nicht mehr genau, Kolumbien nach Schweden gehen. Warum macht man das? Und genau das ist passiert, wir haben den aufgemacht und ich habe natürlich da gestanden, können Sie sich ja vorstellen, gedacht, jetzt aber der Drogenfund des Jahres. Nee, es waren tatsächlich 13 leere Paletten da drin, keine Drogen. Die haben ihre Kollegen dann ein paar Wochen später gefunden. Ein Riesenfund, 3,8 Tonnen, glaube ich, also mehr als 3 Tonnen jedenfalls, wahnsinnig viel. Das ist ein Aspekt ihrer Arbeit. Lassen Sie uns noch mal auf die Kollegen gucken, die ja hier heute auch so ein bisschen wirklich im Rampenlicht stehen. Der Wasserzoll, das ist schon ein bisschen was Exotisches auch, ne, innerhalb der Behörde. Das ist so, ja. Das ist exotisch, aufwendig, das muss man auch sagen, aber auch dringend erforderlich. Ah, und wir kriegen schöne Einblicke nachher gleich nochmal, wenn Sie den Schmugglerkrimi gucken. Sie haben vorhin gesagt, als wir über den Freihafen gesprochen haben, das ist nicht mehr so richtig zeitgemäß, aber das, was mal zeitgemäß war und heute so ein bisschen aussortiert ist, war Ihnen immer auch ein Anliegen. Deshalb haben wir dieses wunderbare, schöne Zollmuseum jetzt ja auch. Das ist so ein bisschen Ihr Steckenpferd auch, ne? Also das Zollmuseum ist in der Tat, es war schon da, als ich das erste Mal nach Hamburg kam. Also ja, ja, nicht, okay, aber es ist ein Steckenpferd von mir, weil es wirklich ein wunderschönes Museum ist, auch ein interessantes Museum. Und weil man dort sehen kann, wie sich so eine Verwaltung auch in der Zeit wandelt und welche Aufgaben da eine Rolle gespielt haben. Und manchmal ist es wirklich ganz komisch, man guckt heute auf eine neue Aufgabe, ist aber Kfz-Steuer beispielsweise, haben wir ja übernommen. Und wenn Sie dann in so ein Museum gehen, dann stellen Sie fest, so neu ist die Aufgabe eigentlich gar nicht. Die gab es im Mittelalter auch schon mal. Da hieß sie nicht Kfz-Steuer, sondern anders. Aber wir haben Torsteuern gehabt, wir haben Wegesteuern gehabt. Und die fallen dann mal wieder weg, dann kommt eine neue Steuer. Im Grunde genommen braucht man aber immer eine Verwaltung, die das dann umsetzt und realisiert. Und das kann man im Zollmuseum sehr, sehr schön sehen. Ja, ja, das kann man denken. Ich habe mich ja neulich erst gesehen.
die so vielfältig sind, dass man immer irgendwas Interessantes da findet. Steffi, war eigentlich... Steffi? Ja, ja. Die darf man niemals weggeben. Aber da habe ich gern die Macht. Ja, ich auch. Ich auch. Gut, jetzt auf die Frage zurückzukommen. Der Zoll, der hat ein Zoll-Ski-Team, wo Sportler dann auch angestellt sind im Bereich Biathlon, Langlauf, Ski-Alpin, neuerdings auch Skisprung und nordische Kombination. Und bietet uns dann einfach die Möglichkeit, unseren Sport profimäßig auszuüben und deshalb ist jetzt so weit gekommen. So, und deswegen haben wir euch extra auch nochmal einfliegen lassen. Wir haben ja Olympische Winterspiele, dass überhaupt möglich ist, einen Weltmeister hier zu haben, einen Athleten, der im Dienst ist, Herr Kröll, ist ja schon ein Riesenzugeständnis, muss man ja fast sagen. Normalerweise gehört er doch ins Fitnessstudio gerade, oder? Ja, natürlich ist das nicht ganz einfach während der Saisonphase, während der Vorbereitungszeit, gerade in einer olympischen Saison. Nichtsdestotrotz, denke ich, ist es mit dem einen Tag in Ordnung, das kann man abstimmen. Das ist immerhin Tag des Zolls, Tag des Arbeitgebers.
Für das sind ja die Sportler dankbar, dass sie dort, verbeamtet sind, sorgenfrei trainieren können, eine gute Förderung haben und denke ich, so ist es ja machbar in dem Rahmen. Frau Hecher, erklären Sie uns das doch mal. Das muss man sich ja leisten wollen. Und es kann ja Leute geben, die jetzt sagen, warum? Also wieso hat der Zoll so ein Ski-Team? Warum ist das so wichtig? Ja, wir sind mit unserem Skiteam Bestandteil insgesamt der deutschen Spitzensportförderung. Wir haben uns auf Skifahren konzentriert. Man hört das ja auch immer mal wieder, der eine oder andere wird es wissen. Auch der Innenminister und Verteidigungsminister sind Bestandteil. Die haben dann auch noch andere Disziplinen dabei. Bei uns ist es Skifahren, weil der Zöllner früher auch vom Skifahren gekommen ist. Da gab es ganz am Anfang, waren es mal Zoll-Skimeisterschaften. Da waren es wirklich noch Zöllner, die so Dienst getan haben auf Skiern. Jetzt ist es, wie gesagt, Bestandteil der Spitzensportförderung und da machen wir als Zoll auch mit. Und Simon, wenn es jetzt wirklich in so eine mutmaßliche harte Saison geht, ne? Also wir erwarten natürlich jetzt, wo Sie sich einmal hier vorgestellt haben, eine olympische Medaille. Ne? Was, ja, natürlich, nicht weniger als das. Was heißt jetzt, wie viel Vorbereitung liegt vor Ihnen? Extrem viel. Wenn jemand nicht so ein richtiges Hintergrundwissen hat, dann werden wir auch persönlich jetzt oftmals angesprochen, gerade so im Oktober oder Anfang November, und habt ihr wieder angefangen zu trainieren und so weiter. Nachdem der Sommer so schön lang war. Nach 8 Monaten Urlaub oder so. Nee, dem ist überhaupt nicht so. Die Saison geht immer bis Ende März, Anfang April und dann haben wir so 3 bis 4 Wochen frei, um auch mal in Urlaub zu fahren oder zu fliegen. Und die Vorbereitung geht dann eigentlich schon wieder ab 1. Mai los für den anstehenden Winter. Also man trainiert eigentlich 8 Monate für 3 bis 4 Monate Wettkampf. Und ja, dann hat man 3 bis 4 Wochen wieder Zeit, sich zu regenerieren und dann geht schon mit der neuen Vorbereitung los. Und das können Sie, wie wir gerade gesagt haben, sorgenfrei tun, weil Sie wissen, Sie sind Beamter beim Zoll. Wie ist das denn? Es kann ja jetzt nicht jeder Weltmeister werden. Also man hofft ja, dass viele Talente viel verwandeln. Aber was ist, wenn die Karriere dann mal irgendwann vorbei ist? Gehen die ganz normal zurück in den Dienst? Das ist möglich für die Sportler und das ist auch der unwahrscheinliche Vorteil und das Interessante am Zoll-Ski-Team, dass den Sportlern die Möglichkeit gegeben wird, wenn sie ihre Karriere beenden, die jeweilige Ausbildung anzugehen, je nach Schulabschluss, mittlerer Dienst oder gehobener Dienst, und dann eben nahtlos in den normalen Zolldienst überzugehen und im Endeffekt bis zur Pensionierung als Zollbeamter weiter tätig zu sein. Also wir müssen eigentlich, Frau Hecher, nur was dafür tun, dass ganz viele Hamburger Kinder jetzt plötzlich ihre Leidenschaft für Skisportarten entdecken. Das ist schwierig. Ja, hier. Da gehört die Leidenschaft dazu, aber es gehört auch natürlich noch ein bisschen was anderes dazu. Wer bei uns in die Skisportförderung rutschen will, der muss erstmal im Nationalkader drin sein, des Deutschen Skiverbandes, und muss auch ein bisschen Potenzial mitbringen. Dann wird ihm so durchaus angeboten, dass er sich bei uns einreihen kann und anfangen kann in der Zollverwaltung. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wenn es dann wirklich mal nichts mehr ist mit dem Sport und man dann Interesse dran hat, bei der Zollverwaltung weiterzuarbeiten, dann gibt es ein ganz breites Spektrum. Das ist natürlich auf jeden Fall auch eine feine Sache. Und das Schöne ist, dass Sie sich genau darüber heute informieren können. Man kann aber auch am Zelt vom Zoll-Ski-Team gleich mal gucken, wenn man nicht schon da war, und mal ein bisschen üben. Ne? Was kann man bei euch erleben? Ja, richtig. Da stehen 2 Lasergewehre, mit denen man die 5 Scheiben beschießen kann oder versuchen kann, die zu treffen. Liegend oder stehend? Stehend in einer abgewandelten Form, dass man ein bisschen auflegen kann, die Waffe. Man kann da ein bisschen Biathlon-Feeling schnuppern und ist natürlich jetzt auch jeder eingeladen, gerne dort vorbeizuschauen, wer sich dafür interessiert. Sowie ein signierter Ski. Unter anderem sind Unterschriften Felix Neureuther, Simon Schemp, Miriam Gössner. Ich könnte jetzt ganz viele aufzählen. Ich lasse es einfach. Ich möchte auch niemanden vergessen. Mindestgebot 20 Euro. Wer bietet 20 Euro? 20. Wer bietet 30? 30. Wer bietet 40? 40 Euro hier vorne. Wer bietet 50? 50 Euro, der junge Mann. 50 Euro sind geboten. Wer gibt 60? 50 Euro sind geboten. Niemand.
Jemand mehr, niemand mehr. 60 Euro hier vorne. 60 Euro sind geboten, jemand 70. 60 Euro, 70 Euro im Hintergrund, jawohl. 70 Euro da hinten. 70 Euro sind geboten, jemand 80. 70 Euro sind geboten, niemand mehr, niemand 80. 70 Euro sind geboten zum Ersten. 80 Euro hier vorne. 80 Euro sind geboten hier vorne links. Wer bietet 90? 80 Euro sind geboten, niemand mehr, niemand 90. 80 Euro sind geboten hier vorne links zum Ersten. 80 Euro zum Zweiten. Und 80 Euro sind geboten zum 90. 90 Euro sind geboten. 100, 100 hier vorne links. 100 Euro sind geboten, jemand 110. 100 Euro sind geboten, niemand 110. 100 Euro sind geboten zum Ersten, 100 Euro sind geboten zum Zweiten und 110 Euro sind geboten. 110 Euro sind geboten, jemand 120. 110 Euro, 120 Euro die Dame. 120 Euro sind geboten, jemand 130, niemand mehr, niemand 130. 120 Euro sind geboten zum Ersten, 120 Euro sind geboten hier vorne links zum Zweiten und 120 Euro zum Dritten verkauft. Glückwunsch!